Willkommen zum nächsten Spiel. Eine Fanfreundschaft bei den Profis. Der FC Schalke 04 gegen den ersten FC Nürnberg. Und hier ähnliche Vorzeichen wie im ersten Achtelfinale Bayern gegen Köln. Schalke bärenstark. Und die Nürnberger bisher mit teilweise deutlichen Pleiten. 3-4 gegen Wolfsburg, 0-5 gegen Leipzig, 2-7 gegen Arminia. Das war schon ganz bitter. Aber jetzt werden die Uhren auf 0 gestellt. Und wer weiß, wie die Partie ausgeht. Die Schalker, da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, sind für mich nach dem Ausscheiden der Bayern und der Dortmund nahe der neue Turnier-Top-Favorit. Und was schreit das jetzt in Person von Jonathan Kissing? Also ich lehne mich da ganz weit aus dem Fenster. Mein neuer Turniersieger. Genau, 55 Sekunden gedauert. Und jetzt war der Führung mit Nummer 15, Jonathan Kissing. Turniersieger-Tipp ist der FC Schalke 04. Nächster Besuch der Nürnberger, aber abgeblockt. Jetzt wieder Thomas Lauf. Komm, es ist vor Preußenstunden. Trainer der Schalker, ja kein Unbekannter, Stefan Schmidt, bei dem einen oder anderen grübelt es vielleicht gerade, wo habe ich diesen Namen schon mal gehört. Cheftrainer, unter anderem beim SC Paderborn, bei NG Cottbus, jeweils in der zweiten Fußball-Bundesliga, aber auch als Jugendtrainer, große Erfolge gefeiert, war U19-Coach von Hertha BSC Berlin und dem VfL Wolfsburg. Bei letztgenannten wurde er sogar deutscher Meister. Oh, jetzt war der Tor weit aus dem Tor. Aber der Ball recht unkontrolliert. Gegen die Bande. Ja, Stefan Schmidt auch Hauptdarsteller einer Dokumentation. Unter anderem auch mit André Schubert. Unser Namensvetter Schmidt, dem Trainer in Heidenheim. Dem der Fußball-Sportdokumentarfilmer Öscher Köse, der ja auch die Doku über Thomas Broich in Australien gedreht hat. Stefan Schmidt machte da als Cheftrainer beim SC Paderborn einen sehr selbstbewussten Eindruck mit einem klaren Plan, wo er hin will. Er sagte da, bienenstichfest, ich werde in der Fußball-Bundesliga trainieren. Momentan ist es Uhr 16 von Schalke. 1-1. David, Davide, Pisanu. Davide Pisanu für den Club. Zum Ausgleich. Schön über die Bande gespielt und dann der Abschluss über das Tor. Kevin Lesitschenko.
etwas zu viel in Rückenlage. Freistoß für die Nürnberger. Jetzt wieder wechseln im Tor. Feldspieler Tim Latteyer im Tor. Klasse Abschluss, oder? Und wieder von Kevin Jesnitschenko. Für noch etwas das Glück. Also Nürnberger hier mindestens ebenbürtig. Im Moment sogar ein Tucken stärker. Schalke in der laufenden Saison in Erwartung etwas hinterher. Platz 7 in der Westfalenliga. 7 Punkte unter dem Rivalen Dortmund. Aber jetzt die große Chance hier weiterzukommen als der BVB. Nürnberger in der Bayernliga. Das ist ungefähr zu vergleichen mit der Westfalenliga hier in Westfalen. Auf Platz 3. 22 Punkte geholt. 5 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ingolstadt. Und Tor für Nürnberg. Und jetzt war es aber Kevin Jesnitschenko. Im dritten Versuch. Nach Vorlage von Tim Latteyer. Die Nürnberger also 5 Punkte hinter Tabellenführer Ingolstadt. 3 Punkte Rückstand auf die Spielvereinigung Unterhaching. Die beiden, das muss man dazu sagen, allerdings mit ihrer U17 in dieser Liga. Die spielt ja beim 1. FC Nürnberg in der A-Junioren-Bundesliga. Steht dort allerdings auf dem Abstiegsplatz. Freistoß Nürnberg. 7 Minuten sind noch zu gehen hier. In dieser Partie. Es wäre ein Ding. Beide Mannschaften haben eine lange Triple Cup Tradition und deswegen auch mit einigen Spielern, die hier schon waren, die nehmen erst die Chance mit. Für den FC Schalke, fantastisch gerettet hier.
Auf der Linie, jetzt aber nochmal der Abschluss. Wahnsinnseinsatz hier. Vom ersten FC Nürnberg. War noch von der Linie gekratzt. Also große Tradition hier. Nürnberg beispielsweise mit einigen jetzigen Profis, die hier waren für die Nürnberger. Marius Wolf, der Spieler von Hannover 96. Michael Görlitz, der Bielefelder. Pascal Köpke, Sohn von Andi Köpke, jetzt vom Karlsruher SC. Niklas Stark, Profi bei Hertha BSC Berlin zum Beispiel. Und bei den Schalkern wird es noch etwas prominenter. Tim Hoogland, Profi von VfL Bochum. Kahn Eihan, das Eigengewächs. Max Meyer war hier. Die Weltmeister, Julian Draxler, Manuel Neuer. Also schon prominente Namen, die hier in Lübeck auf der Platte vertreten waren. Jetzt versuchen es die Profis um Justin Nice und Co. diesen Spieler nachzueifern. Die Dynamik jetzt hier. Wer gelegt das Tor für Nürnberg? Und da sehen wir wieder, was der Kommentator für eine Wahnsinnsahnung von diesem Sport hat. Vor ziemlich genau 10 Minuten habe ich Schalke hier zum Topfavoriten gemacht. Und jetzt liegen die hier 3-1 gegen Nürnberg hinten und sind kurz vorm Ausscheiden. Das ist doch völlig irre, was hier abgeht. Sämtliche Favoriten. Raus. Es gibt noch 2 Minuten zum Überfluss. Ahmed Kutucu, der auch schon tolle Tore erzielt hat. Kurze Wandlungspause. Also, 3-1, 4 Minuten auf der Uhr. Und Ballbesitz für die Franken. War nochmal schön gespielt über die Bande. Eine Riesenchance mal wieder. Kevin Resnitschenko. Die Nürnberger sind hier nicht wieder zu erkennen nach der Vorrunde. Haben die einfach nur gepokert? Unterschied wie Tag und Nacht hier. Zwischen den Auftritten in der Vorrunde und dem Auftritt jetzt. Zweikampf gewinnen jetzt wieder. Kein Foulspiel. Nürnberger in Überzahl, aber Michael Bischoff schreit und schreit und schreit. Spielen. Dreht fast durch. Weil sie natürlich ziemlich wild, ziemlich ungeordnet mit ihrer Überzahl umgehen. Auch sowas zum Beispiel. Dann eher Quatsch, wenn sich das mal nicht rächt. 3 Minuten noch zu spielen. 2 Tore sind natürlich problemlos aufzuholen in der Halle. Jetzt aber die Chance wieder für Nürnberg. Abgefälscht.
wieder nicht gut gespielt. Wir müssen den Ball mehr laufen lassen. Innenpfosten, Handspiel. Wird da reklamiert, aber wird nicht gepfiffen. Das ist der Tempolauf hier von Tim Latteier. Klarer Ellbogenschlag von Justin Nice. Hat er Schwein gehabt, dass Thomas Lauf nicht gesehen hat. 2 Minuten zu spielen in diesem Achtelfinale. Da ging der Ellbogen klar raus. Ballverlust. Schalke wieder komplett. In diesem Moment fast das 4-1. Auf lässt hier viel laufen. Werfen sie jetzt in jeden Ball rein. Gute Minute noch. Ist immer noch was drin für Schalke. Und sie müssen langsam treffen. Richtig, richtig knapp für den Schalke. Aber in den letzten 60 Sekunden gibt es wohl ganz auch andere. Noch 60 Sekunden. Rätscher Mann und deswegen Freistoß von Nürnberg. Was für eine Parade nochmal von Ivan Rebanic, das Geburtstagskind von gestern. Die 50 Sekunden noch auf der Uhr. 3-1 Nürnberg. Was machen Sie gut? Ja, 10 Sekunden gewonnen. Schalke, versuchen nochmal alles. Es ist der nächste Favorit, der hier von der Platte geht. All das, was man gestern an Erkenntnissen gewonnen hat, kann man getrost in die Tonne werfen. Denn die Mannschaften, die gestern überhaupt nicht in Erscheinung traten, die spielen ja auf einmal ganz groß auf. Die kommen jetzt ins Rampenlicht für die Viertelfinals, die gleich stattfinden werden. 5 Sekunden noch. Das Ding wird mit 3-1 an den ersten FC Nürnberg gehen. Der FC Schalke 04 verabschiedet sich damit aus dem Turnier. Das war's. Glückwunsch ins Frankenland.